Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Krone-tragenden, Rucksack-tragenden Ducky LP mit seiner Holzaxt in der Hand. Aber nein, Leute, das ist gar keine Holzaxt, das ist ein NPC-Kloner und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich haben die Leute, die letzte Folge mit meiner tollwütigen Kuh am Spielen waren, ja, sie haben die tatsächlich ermordet, kaltblütig und hinterrücks. Und der Ducky LP ist natürlich jetzt mega traurig, weil das war sein Haustier. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt eine Bestrafung für die Leute ausgedacht. Was genau das sein wird, das werdet ihr jetzt sehen, Leute. Und zwar werde ich einmal, Warp Hogwarts eingeben, damit wir nochmal zum Innenhof kommen. Und wage denen Gott, Leute, wage denen Gott. Jetzt, heißt das überhaupt wage denen Gott? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich sag mal wieder Wörter, die zusammen keinen Sinn ergeben. Aber hey, ihr seid das eh gewohnt. So, wir packen nämlich erstmal Zeitumkehre Ahoi. So, ein Traum. Und jetzt packen wir hier in den Innenhof nämlich einen, Moment, einen Ron Weasley. Genau, und dieser Ron Weasley ist ein bisschen aggro drauf, Leute, wisst ihr. Der haut nämlich andere Spieler, wie ihr sehen könnt, und gibt denen zusätzlich noch einen Langsamkeitseffekt. Ja, viel Spaß mit Ron, Leute. Das habt ihr davon, wenn ihr eine tollwütige Kuh einfach umbringt, die ich schon ins Herz geschlossen habe. Ja, so, aber wir haben natürlich wieder in der Folge eine andere Aufgabe und lassen die Leute jetzt hier erstmal mit Ron alleine spielen. Genau, viel Spaß, Leute. Ja, ihr werdet sehen, dass Ron ein absolut nerviger Zeitgenosse ist, früher oder später zumindest. So, ja, meine Aufgabe ist, wie ihr wahrscheinlich schon unschwer ahnen könnt, wenn ihr den Titel und den Thumbnail, warte, der Titel wird es nicht verraten, aber der Thumbnail vielleicht. Ich werde heute den Gryffindor-Gemeinschaftsraum noch ein bisschen weiterbauen und ja, Leute, heute nochmal alleine. Das hat aber sehr viele verschiedene Gründe, die ich euch gleich erzählen werde. Ich hatte noch einen anderen Grund, warum ich hier angefangen habe. Aber er fällt mir gerade nicht ein. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Ich gehe mal in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. So. Und, ja, wir haben ja in der letzten Folge hier einmal die Dachbalken überarbeitet. Ich muss sagen, sie gefallen mir deutlich besser. Und wir haben in der letzten Folge auch die Treppen überarbeitet, die ihr jetzt gleich seht. Uno momento. Hey, das ist der Animagus von letzter Folge. Oh, okay. Ja, oh, da ist noch ein Animagus von der letzten Folge. Oh, egal. Wir haben hier nämlich diese Treppen neu gebaut und zwar auf beiden Seiten, weil eigentlich habe ich ja letzte Folge gedacht, dass wir hier diese Treppe umsetzen, die zuletzt hier gebaut wurde. Das Problem ist nur, wir hätten diese Art Treppe nicht nochmal genauso auf der anderen Seite bauen können und so musste der Ducky LP, sich ein paar Gedanken machen und das Ganze nochmal komplett neu bauen. Aber an die ominöse Person, die ich letzte Folge schon nicht namentlich nennen konnte, was sich in der Folge auch nicht geändert hat, weil ich dumm bin, ich hoffe, das war kein Problem. Aber wir haben sie ja nach deinen Vorgaben gebaut. Wir haben eine Zweiertreppe umgesetzt. Und ja, deswegen war die Idee trotzdem quasi von dir. Genau, ich will die Idee jetzt nicht mir einheimsen. Aber ich habe dafür eine andere Idee, eine eigene Idee. Und habe mir vor der Folge schon ein paar Gedanken gemacht, aber noch nicht vorgebaut. Werde das deswegen jetzt mal mit euch gemeinsam in der Folge machen. Und ja, dafür packen wir mal gerade eben kurz noch meine Zauberstäbe, also diese hier, den NPC-Kloner und den NPC-Zauberstab in meine Ender-Chest, weil ich habe Angst, die zu verlieren, Leute. Ja, und dann nehmen wir uns jetzt erstmal hier ein paar Cobblestones, weil ich brauche einen Stein, der sich so ein bisschen von den Steinziegeln abhebt. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal, bevor ich mit dem Thema überhaupt anfange, wie wir jetzt genau das Ganze bauen. Denn, ja, es gibt nämlich ein paar Gedankengänge, die ich euch mitteilen muss vorher und ein paar Komplikationen. Die erste Komplikation ist, dass die Schlafsäle der Gryffindors rund sind. Ja, und weil ich das gerne genauso und originalgetreu umsetzen wollen würde, müssen wir das natürlich hier auch irgendwie hinbekommen. Das nächste Problem ist, dass die Mädchen und die Jungs hier direkt in einem Raum nebeneinander gebaut werden müssen. Das heißt, wir müssen zwei kreisrunde Räume hier in dieses Stückchen reinbauen, die dann nach oben quasi gehen. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist natürlich äußerst schwer, weil gerade weil wir rund bauen müssen, ja, wird uns einiges am Platz möglich weggenommen. Dann ist die nächste Frage, wie kommen die Leute da überhaupt rein? Und ja, wie können wir einen Raum bauen, der groß genug ist, um ihn zumindest einigermaßen realistisch zu bauen? Ja, da müssen wir jetzt als allererstes mal gucken, was wir überhaupt an Raummöglichkeiten haben. Und ja, deswegen würde ich mal behaupten, beginnen wir erstmal damit, den ganzen Raum abzuzählen. Oder beziehungsweise zu schauen, wo die Schüler hier auskommen bei der Treppe, damit wir das mit einfließen lassen können in unsere ultimativen Berechnungen, Leute. Ja, ich finde, das klingt alles sehr schlau, was ich hier sage. Also zumindest noch. Und es kommt, glaube ich, noch schlauer rüber, wenn ich das jetzt auch richtig baue. Also, die Schüler kommen jetzt hier aus. Also, okay. Gut, das heißt, wir müssen
Ja, ich würde sagen, wir müssen das hier auf jeden Fall als Grenze schon mal markieren, damit wir wissen, dass hier die Endwand auf jeden Fall sitzen muss. Das gleiche ist dann natürlich auch auf der anderen Seite der Fall. Und da wir beide Seiten symmetrisch zueinander bauen müssen, ja, muss das Ganze hier genauso sein. Das heißt, die Wand müsste dann, ja, hier so hinkommen, ne? Ja, ich mache das mal als kleine Markierung, oder? Ja, hier ist das, was da drüben war. Hier geht's so hin. Und ja, ich glaube, das ist gleich, oder? Ich gucke jetzt nochmal zur Sicherheit. Mann, Leute, das wird heute eine richtig, richtig interessante Folge. Und wenn ich dann auch noch hinbekomme, das richtig zu bauen, ja, dann, wow, Leute, dann bin ich echt hyped. So, jetzt rechnen wir einmal kurz aus, wie breit der Raum insgesamt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, also insgesamt 22 Blöcke. Das bedeutet, jetzt müssen wir irgendwo mal eine Mitte ziehen. Die Mitte ziehe ich jetzt mal hier. Ich hoffe, das ist jetzt grob gerechnet die richtige Mitte. Wir können es aber auch nochmal überprüfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und auf der anderen Seite, naja, da müssten es eigentlich 11 sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ups. Ja gut, dann muss ich nochmal gerade eben ein bisschen kurz überlegen. Also ich habe mir schon vorher so ein bisschen was, wie gesagt, überlegt und auch, ja, überprüft. Ich würde das jetzt einfach mal hier umsetzen. Ich gucke einfach mal, ob das Ganze funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, diese Steine, die ich jetzt hier setze, ergeben den Rahmen des kreisrunden Schlafsaals. Und, ja, dann müssen wir jetzt hier, wartet mal, ich baue das jetzt einfach mal, Leute, und werde euch einfach währenddessen immer mal wieder so ein bisschen erzählen, was ich hier überhaupt mache. Aber am Ende sollte das eigentlich funktionieren. Ja, Zuversicht bleibt auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, damit wir das mit dem Thema heute auch hinbekommen, ja, blende ich euch den mal ein. Aber kann direkt dazu sagen, das Thema wird nicht lange besprochen, weil es gibt eine kanonische Antwort darauf, auch wenn wahrscheinlich nicht alle von dieser Antwort wissen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz interessant, dieses Thema mal dran zu nehmen, weil auch für ein Skriptvideo wäre das Ganze zu kurz gewesen. Ja, ich lese ihn mal vor. Und zwar kommt der heutige Kommentar von Nightbot und er hat geschrieben, Thema für LBH. Mal eine Quidditch-Frage. Was passiert, wenn ein Jäger, Hüter oder Treiber den goldenen Schnatz fängt? Gibt es dann Punkte abzugeben oder Punkte plus? Ja, eine interessante Frage, weil grundsätzlich sind die ja, Aufgaben im Quidditch ja, aufgeteilt unter den verschiedenen Spielern. Also der Sucher hat zum Beispiel die Aufgabe, den Schnatz zu fangen. Der Hüter, wie der Name schon sagt, muss das Tor, also beziehungsweise den Torring hüten. Und ja, dann gibt es halt für jede Rang oder beziehungsweise für jede Position eigene Aufgaben. Jetzt ist allerdings die Frage, was ist denn, wenn ein anderer, ja, Spieler, also einer, der nicht Sucher ist, den Schnatz fängt? Weil eigentlich ist das ja eine Sache, die nur der Sucher macht und, ja, da bleibt natürlich dann im Raum, ob andere Spieler das auch dürfen oder ob da direkt gesagt wird, nee, auf keinen Fall, geht nicht, dürfen sie nicht. Und ja, ich habe davor nochmal so ein bisschen geschaut, weil ich habe in Erinnerung gehabt, dass es eine kanonische Antwort auf diese Frage gibt und habe mir deswegen vorher nochmal ein bisschen was angeschaut und überprüft und bin da tatsächlich auch zu einer Antwort gekommen, die kanonisch ist und ja, die werde ich euch gleich sofort auch erzählen. Lasst mich nur mal gerade ganz kurz hier auf Nummer sicher gehen, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit über irgendein Thema laber und am Ende ist es dann, ja, hier mit der Bauaufgabe nicht so richtig, wisst ihr? So, also, wir haben jetzt hier einen kreisrunden Raum, der auch eigentlich eine akzeptable Größe besitzt. Also klar, er ist klein, Leute. Aber schaut euch mal die Bilder von dem Gryffindor-Schlafsaal an. Das ist schon echt sehr, sehr klein. Also wir haben so ein paar Betten an den Seiten, in der Mitte ist so ein Ofen. Aber dazwischen ist halt wirklich wenig Platz und das wäre jetzt hier der Fall. Reinkommen würde man quasi von hier. Also hier müssten wir das eröffnen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo oder wie kommen die Schüler in die nächste Etage? Also es gibt ja mehrere Schlafsäle. Und da habe ich mir zum Beispiel gedacht, könnte man hier eine Tür reinbauen und dann hier ein Trepp... Wobei, ja, da kommt das Dach wieder in Konflikt damit. Okay, also es stellt sich doch ein bisschen schwieriger raus als anfangs gedacht. Oder man geht einfach den Weg und macht hier irgendwie in die Mitte ein... wobei, das ist auch ein bisschen schwer, ne? Oder wir machen da in die Ecke so einen Aufgang. Also wir müssen auf jeden Fall eine eigene Interpretation mit reinbringen. Wir können es nicht hundertprozentig originalgetreu bauen. Einfach weil uns die Platzmöglichkeiten fehlen. Und ja, weil LBH ja nicht ja, komplett originalgetreu gebaut wird, gerade Indoor nicht, ist das, denke ich, auch in Ordnung. Ich hoffe, das ist jetzt auch kein großer Wermutstropfen.
So, jetzt machen wir das gleiche erstmal hier, damit wir hier, ja, einmal abchecken können, ob das alles soweit passt. Also, der Kreis wird einmal exakt genauso gebaut wie auf der anderen Seite. Eckt er natürlich jetzt hier nicht direkt an, oder? Tut er das? Warte mal, wir überprüfen das mal eben. Ja, doch, eigentlich schon, aber dann ist die Wand hier zwei Steine dick. Aber ja, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir setzen das jetzt erstmal soweit um. Ja, kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Also, es ist tatsächlich so, dass nur der Sucher, und das ist jetzt eine kanonische Antwort, Leute, kann ich euch so sicher auf jeden Fall sagen, weil ich es vorher überprüft habe. Also, ich würde es nicht sagen, wenn ich mir nicht sicher wäre. Es ist tatsächlich so, dass nur der Sucher den Schnatz fangen darf. Und es stellt sogar ein Foul dar, wenn ein anderer Spieler den Schnatz fängt. Ein Foul, der sogar bestraft wird. Entweder mit Punkteabzug oder mit, ja, mit einem Freistoß. Also das ist unterschiedlich, aber es ist definitiv ein Foul. Und wird Snitch-Nip genannt. Also Snitch und Nip. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt, aber die italienische Ausführung heißt auf jeden Fall Snitch-Nip. Und ich finde diesen Namen irgendwie cute, weil er, ja, keine Ahnung, er klingt halt cute. Ich weiß nicht, Leute, findet ihr den auch cute? Snitch-Nip, Snitch-Nip. Sagt mal dreimal ganz schnell hintereinander Snitch-Nip. Snip-Snip, Snip, 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 geht gar nicht. Geht gar nicht. Seht ihr? Und deswegen finde ich den Namen toll. Und ja, deswegen kann man das auf jeden Fall auch als Antwort festhalten. Es ist eine kanonische Antwort, die auch in Harry Potter Wiki steht. Und sogar in, im Buch Quidditch im Wandel der Zeiten, also daher stammt die Information. Und wenn jemand von euch Interesse hat und vielleicht sogar das Buch zu Hause hat, dann könnt ihr gerne mal nachblättern. War, glaube ich, Seite 29 oder so. Oder 39. Irgendwie so auf jeden Fall. Fakt ist auf jeden Fall, dass es das gibt. So, der Daniel muss nochmal überlegen, denn es gibt ein kleines Problem. Denn das Problem ist, dass dieser Kreis hier einen weiter nach vorne ragt als der da. Das ist tatsächlich ein Problem, aber kein großes, weil der Daniel hat eine Lösung. Und zwar nutzen wir einfach diese Wand hier. Genau. Also wartet, 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 Leute. Sekunde, Sekunde. Wobei, nein, Moment mal. Oder? Oh, doch, doch, doch. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Oh Mann, Leute. Ey, das ist immer so krass, wenn ich in einer Folge überlegen... Es ist so krass, wenn Ducky LP mal in einer Folge überlegen muss. Ja, Leute, ganz genau. Das ist eine sehr, sehr krasse Seltenheit. Aber nee, ich krieg das hin, Leute. Ich bin zuversichtlich. Jetzt gerade ist noch alles in Ordnung. Also noch bin ich nicht oder habe ich noch keine großen Fragezeichen in den Augen. Und nach der letzten Folge, ja, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass vielleicht heute mein Glückstag ist. Weil letzte Folge habe ich auch ein Problem, was mir im ersten Moment, entgegengeschwommen kam, sehr gut gelöst. Also zumindest nach meinem Ermessen. Ich muss noch die Kommentare abwarten, aber ich fand die Idee ganz knorke. Kommt, Leute, lasst mir den einen Erfolg. Sagt, dass die Idee knorke war. Kommt schon, ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone. Ja, danke schön, Leute, falls ihr das gerade geschrieben habt. So, ja, mit der Axt macht man das auf jeden Fall gut, Daniel. So, jetzt müssen wir hier so einmal rum. Jetzt müssen wir den hier nur einmal abbauen, wenn es denn klappt. So, dann einmal so. Dann so. Und dann kommt nämlich der hier weg. Und dann so. Genau. Ja, dann hätten wir hier nämlich den gleichen Kreis wie auf der anderen Seite auf der gleichen Höhe. Nur eben mit dem Unterschied. Oder ist das überhaupt noch? Nee, das ist überhaupt kein Unterschied. Ja, hier haben wir ja auch die Wand mit eingebaut, also die Seitenwand von dem Treppenhaus hier. Und das ist auf der Seite genau das gleiche in grün. Können wir eigentlich auch nochmal als Gedankenstütze mit Kobbelstein bauen, damit wir einfach wissen, wie der Kreis am Ende aussieht, der, ja, den Schlafsaal ergibt. Aber ganz ehrlich, Leute, man könnte ihn einfach nicht größer bauen. Schaut euch das Ganze hier mal an. Also, er würde reichen, um dort Betten reinzusetzen. Wir könnten hier ein Doppelbett hinsetzen, hier auch. Und, ja, hier auch. Damit hätten wir 4 Betten pro Etage. Das wäre ein bisschen weniger als in der Originalvorlage. Aber, ja, geht halt schwierig anders. Und man könnte es leicht noch versuchen, hier irgendwie in die Ecke, aber ich glaube, das wäre nicht so cool. Ja, in der Mitte würde dann auch dieser Ofen hinkommen. Und wir müssen uns noch irgendeine gute Idee einfallen lassen, wie wir die anderen Schlafsäle erreichbar machen. Das ist tatsächlich jetzt das allergrößte Problem an der Geschichte. Weil in diesen kreisrunden Räumen hat man kaum Platz für ein vernünftiges Treppenhaus. Und wenn, dann höchstens für eins, was durch die Dekomod, glaube ich, gegeben wird. Weil in Azkaban gibt es ja auch diese Wendeltreppen nach oben. Ich glaube, sowas müssen wir dann auch umsetzen. Ich bezweifle, dass es da einen anderen Weg gibt. Oder. Man könnte auch sagen, wir nutzen diesen Freiraum, den wir jetzt hier noch haben. Also das hier innen und das Stück hier auch, weil das ist auch noch frei.
Da müsste man allerdings überlegen, wie man das zugänglich macht. Da müsste man hier eine Treppe und da eine Treppe, ja genau. Weil das muss ja noch aufgeteilt werden. Die Jungs und die Mädchen dürfen sich ja ab diesem Zeitpunkt hier nicht mehr über den Weg laufen. Es ist nicht meine Regel, Leute. Ich kann nichts dafür. Also ich habe damit kein Problem. Aber ja, Hogwarts wollte das halt anscheinend nicht. Die wollten die Mädchen und die Jungs beim Schlafen trennen. Warum auch immer. Und ja, deswegen müssen wir das natürlich beherzigen. Also die Jungs und die Mädels dürfen sich... Jetzt habe ich mich glatt verschluckt, gerade bei dem Thema. Die Jungs und die Mädels dürfen sich hier leider nicht über den Weg laufen. Was ich auch irgendwie verstehen kann, weil ich meine, Ron war auch in Gryffindor und ich, also, liebe Mädels da draußen, ich kann euch absolut verstehen. Ich kann auch verstehen, warum Hogwarts dann die Jungs und die Mädels trennt. Ihr merkt schon, ich bin am Überlegen, ne? Ja, das kommt auch mal vor. Ich fange mal an, diese Räume jetzt ein bisschen höher zu setzen, damit sie sich schon mal ein bisschen abheben und uns schon mal ein besseres Gefühl für die eigentliche Räumlichkeit geben, weil man so auch schon mal ein bisschen mehr Gefühl für den Platz bekommt, den man hat. Weil, naja, wenn die Wände nur so mit einem Stein aufgezeichnet wurden, dann ist das halt eher so ein Bauplan und kein richtiges Gebäude. So, und ich glaube, wir machen das sogar, dass wir den Weg nach oben tatsächlich hier so reinbauen. Also, ich wüsste jetzt keinen Grund, der dagegen spricht. Aber ihr könnt mir gerne einen in die Kommentare schreiben, solltet ihr da anderer Meinung sein. Und jetzt töte ich mal eben kurz hier die Animagi, weil die nerven ein bisschen. So, ihr müsst leider sterben, weil ihr letzte Folge nicht souverän erschienen seid und jetzt da seid, Leute. Ja, also nicht ihr Leute da draußen, die gerade zuschauen, sondern ich rede mit den Animagi. Ich nenne alles und jeden Leute, weil sich Leute leider sehr in meinen Sprachgebrauch reingeballert hat. Ja, noch eine Sache, Leute, die... Oh nein, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ich hasse das. Eine Sache, die ich gerne noch in der Folge erwähnen wollen würde, auch wenn ihr die wahrscheinlich schon gesehen habt und auch wenn ihr wahrscheinlich schon, ja, ein Gefühl dafür bekommen habt, ob euch das gefällt. Es gibt jetzt in den LBH-Folgen, ich weiß noch nicht, ob es nur in den LBH-Folgen ist, aber erstmal nur in den LBH-Folgen. Vielleicht mache ich das später auch bei den anderen Formaten, aber weil es eher so Minecraft-Stil hat, passt es eigentlich nur in LBH und in LBA. Aber ich finde es echt mega cool und vielleicht gehe ich später sogar den Weg, das in jedem Format zu machen. Aber da könnt ihr gerne mitentscheiden. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass die heutige Folge und auch die letzte wahrscheinlich schon sogenannte Bauchbinden aufweist, die der liebe Jerome gemacht hat. Ja, der Jerome, der hat meine Minecraft-Skin-Figur animiert und dient jetzt quasi so als kleine Erinnerung für euch, ein Like und vielleicht sogar ein Abo und eine, ja, Glockenaktivierung dazulassen. Und das, ja, möglichst kreativ und lustig in Szene gesetzt, eben als animierte Figur. Das ist im Grunde so was Ähnliches, was einige YouTuber auch haben, zum Beispiel, wenn sie einen Abo-Button einblenden und dann eine Maus, die da draufklickt und, ja, wo dann einfach mitten im Video steht, ja, lass doch ein Like da oder lass doch ein Abo da. Ich hoffe einfach sehr, dass das Ganze nicht so mega Abo, Like oder keine Ahnung was geil rüberkommt. Es ist tatsächlich nur eine kleine Gedankenstütze, weil es ist tatsächlich Fakt, dass auf YouTube viele, viele Leute, ja, hin und wieder mal vergessen, ein Like dazulassen oder ein Abo zum Beispiel oder die Glocke zu aktivieren. Und das nicht mal unbedingt, weil sie es nicht wollen, weil dann wäre es ja völlig in Ordnung. Ich meine, wenn ihr das nicht wollt, Leute, dann könnt ihr das auch weiterhin nicht wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber viele Leute vergessen das auch. Und das sage ich nicht nur einfach so, weil, keine Ahnung, ich euch irgendwas unterstellen wollen würde. Sondern das habe ich auch mal in einer Folge generell angesprochen und gefragt, ey Leute, ja, liked ihr jedes Video oder vergesst ihr das auch manchmal? Und ich fand's cool und auch eindrucksvoll, dass viele Leute so ehrlich waren und zugegeben haben, dass sie sowas häufig vergessen. Einfach weil sie, ja, keine Ahnung, das Video gucken und dann geht direkt das nächste weiter und dann lassen sie halt einfach kein Like da, was ja auch an sich in Ordnung wäre. Aber ich denke, mittlerweile wisst ihr alle, das sage ich ja immer mal wieder, auch weil mir das persönlich wichtig ist, dass ihr das wisst, weil ich transparent damit umgehen möchte. Es ist halt für einen YouTuber extrem wichtig, wenn die Zuschauer Likes, Kommentare, ein Abo und auch die Glocke dalassen. Und ja, das hilft einem YouTuber im Algorithmus unnormal doll. Also ihr könnt euch das kaum vorstellen, das ist so quasi das Wichtigste, was ihr machen könnt, um einen YouTuber zu unterstützen. Sogar fast noch mehr, als eigentlich das Video überhaupt anzuklicken. Und das ist jetzt tatsächlich ernst von mir gemeint. Und ja, manche vergessen es halt und deswegen fand ich es jetzt cool, der Jerome hat mich auf diese Idee gebracht, hat mal gefragt, ey, was hältst du davon? Und ich so, ja, ist eine mega geile Idee.
Und ich habe das davor noch nie gemacht. Also ich hatte die Idee schon mal, aber ich habe es davor noch nie gemacht, weil ich diese Ideen, die teilweise unter anderen YouTubern sehr prominent waren, nicht besonders cool fand. Weil, naja, einfach nur so einen Abo-Button einzublenden, wo eine Maus draufklickt, ist halt wirklich ideenlos. Und ja, ich finde, wenn man sowas einbaut, dann sollte es das Video auch irgendwie aufwerten. Und wenn so ein animierter Minecraft-Skin, also mein animierter Minecraft-Skin, also der hier, wenn der dann zu sehen ist, wie der mit dem Besen durchs Bild fliegt oder auf einer riesigen Glocke turnt und dann von der zerquetscht wird, dann ist das doch auf jeden Fall deutlich unterhaltender und passt auch mehr zum Format. Und dann finde ich es wirklich cool. Und dann macht es auch Spaß, sich sowas anzuschauen, ohne dass man das Ganze als störend wahrnimmt. Und das ist zumindest meine Meinung. Und ja, das wollte ich euch in der Folge schon mal sagen. Also der Jerome hat mir das Ganze gemacht und ich freue mich schon sehr auf eure Meinung darüber, ob ihr das Ganze so gut findet oder ob ihr sagt, naja, es ist nicht so cool, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das natürlich jetzt erstmal drin lassen möchte, weil ich die Idee wirklich, wirklich spannend und cool und toll und ja, ganz viele weitere Adjektive finde. Und ja, deswegen. So Leute, ich laufe hier schon wieder kreuz und quer hin und her, ohne Plan und ohne Verstand. Und ja, das liegt unter anderem daran, weil ich mich jetzt wieder verquatscht habe. Aber wir gucken jetzt nochmal gerade eben kurz, ob das alles soweit funktionockelt. Wir haben jetzt hier zweimal den gleichen Raum gebaut, zweimal in derselben Ausführung mit derselben Größe. Und ja, das hier wäre ein Schlafsaal. Wie gesagt, sehr klein, aber guckt euch nochmal die Originalvorlagen an. Die Originalvorlagen zeigen sehr, sehr deutlich, dass diese Räume halt wirklich klein sind. Und ich meine, wenn man sich den Hufflepuff-Schlafsaal anguckt, da sind die einzelnen Räume auch nicht wirklich viel größer. Ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das in Ordnung ist. Beziehungsweise, wie gesagt, wir haben keine andere Wahl eigentlich. Also, selbst wenn es nicht in Ordnung wäre, ja, gibt es nicht so wirklich gute Alternativideen. Ja, das ist das Problem, Leute. Ja, jetzt müssen wir mal gerade eben überlegen. Oder wir können ja mal eben kurz so ein bisschen Rohbau betreiben. Also, wo wäre denn hier jetzt exakt die Mitte? Ich denke mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ja, das hier wäre die Mitte. Die Mitte wäre also ein Viererblock, was natürlich auch nicht gerade so vorteilhaft ist, weil der natürlich sehr klobig ist, gerade weil der Raum auch nicht der größte ist. Zumindest hat man hier noch zwei Steine Platz, bis das Bett käme. Das Bett ist ja natürlich auch zwei Steine lang. Und dann hätte man hier noch zwei Steine Platz. Hier würde der Ofen hinkommen und dann das gleiche hier mit dem Bett in grün. Also es wäre symmetrisch und es wäre vom Platz her auch in Ordnung. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fände, ist, dass man hier keine Fenster reinbauen kann, weil es natürlich keine Außenperspektive gibt. Weil, ne, hier ist keine Wand, die direkt nach draußen führt. Aber, ja, das sind halt die kleinen, feinen Nachteile, die man da so hat, wenn man eben, ja, drauf losbaut, so wie ich das am Anfang von LBH getan habe. Hier wäre das gleiche in grün. Wir können auch hier gerne nochmal die Andeutung machen. Also hier auch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Ja, genau. So, das machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen höher. So, wunderbar. Weil der Boden hier mit den Steinziegeln ist nicht der unterste Boden, sondern da kommt noch eine Schicht drüber. Weil wenn ihr hier mal schaut, die Treppe geht nämlich auf diese Höhe. Und ja, deswegen, hier muss nur eine Schicht drüber. Das ist aber absichtlich, damit wir den Boden im Gryffindor-Schlafsaal nochmal ein bisschen eigenständig gestalten können. Weil der ja im besten Falle wahrscheinlich aus Holz bestehen soll. Und ja, genau, das ist der Grund dafür. Ja, ich gucke gerade mal eben auf die Uhr. Die Uhr sagt mir, dass ich langsam aber sicher mal zu einem Ende kommen sollte. Ganz ehrlich, Leute, ich habe mega Bock jetzt in den nächsten Folgen hier eigentlich dran weiterzubauen, weil ich das gerne probieren möchte. Und ja, es wurde in den letzten Folgen so oft gesagt, Daniel, mach mal wieder mehr alleine. Daniel, probier einfach mal alleine. Wir wollen einfach sehen, wie du dich anstellst, wenn du mal keine Hilfe und keine Vorlage beziehungsweise kein Vorbau hast. Und ja, so ist es halt, Leute. Also klar, ich habe mir jetzt hier eine kleine Skizze vorher gemacht, aber ja, ich hoffe, das ist soweit trotzdem in Ordnung. Es gibt halt keine bessere Möglichkeit. Ja, nächste Folge werde ich wahrscheinlich hier noch einmal dran weiterbauen, einfach weil ich momentan sehr gehypt bin und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, ich werde das wahrscheinlich ab nächster Woche auch nicht mehr erwähnen, weil dann reichen die Bauchbinden dafür, aber wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo auf meinem Logo. Und wenn ihr weitere Vorschläge, Themenvorschläge, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder einfach nur Tipps, Anregungen habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich tierisch darüber und es hilft meinem Kanal, wie eben schon erwähnt, sehr. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und tüdelü!